Moin, wie geht's? Alles cool, wir wurden ja fast umgebracht beim letzten Mal. Dieses Regi-Stil war schon in Harten. Ich finde das aber schön, dass hier jeder kleine Flocki mit legendären Pokémon rumläuft und es auch immer die gleichen sind. Es ist immer Regi-Stil oder Arktos. Jedes Mal. Natürlich irgendwelche Pokémon, gegen die ich nicht so viel anzulegen. Ah, Satz kaputt. Ausrichten kann. Nee, an. Von aus. An und aus. Wäre ich schon wieder aphasisch hier? Ja, ich glaube, ich wäre schon wieder aphasisch. Leute, ich wäre mal dafür, dass ihr einen Krankenwagen ruft. Warte mal, linke Hand geht, rechte Hand geht, Pupillen nicht geweitet, super, alles gut. Mir geht's super, ja, ich denke gerade nur nach. Ihr müsst keinen Krankenwagen für mich rufen. Ihr wisst doch noch nicht mal, wo ich wohne. Hi! Schmierst du süßen Senf auf die Rinde eines Baumes? Lockst du mit dem süßen Duft vielleicht Pokémon an? Ja, süßen Duft kann Kürt auch. Ich glaube, er verursacht den Müll, den Frau Glör die ganze Zeit durch die Gegend rumpelt. Ja, yeah, so wird das sein. Ich gehe jetzt erstmal jetzt nochmal hier hin. Auen von Flori. Hier dürfen wir ja theoretisch fangen. Ich gucke mal, ob noch so ein Pokémon jetzt hier ist. Hallo! Nichts passiert. Wahrscheinlich muss ich hier einen halben Tag warten, damit hier was läuft. Ja, so wird es sein. Und ich bin hier der Doofe. Und ich bin hier der Doofe. Route 205. Hi, ich bin's mit meinem dicken Schal. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum Ewigwald aufbreche? Das ist bestimmt auch wieder so eine Sache hier, ne? Ewigwald. Camper Malcolm mit seinem Turnupto und ich ganz vorne mit Frau Glör. Das hast du dir nicht gut ausgedacht. Das ist schon Level 14. Aha. Ja, Leute, der Berg ruft hier, ne? Los, schmeiß den. Kreuzschere, was ist denn das? Ist das so eine Sichlor-Attacke? Nein! Wo soll ich denn auf die Schnelle jetzt noch eine Mülltonne herkriegen? Das sind Attacken, von denen ich noch nie was gehört habe. Los, wirf den Müll! Wirf den Müll! Bam! Yay! Okay, so sieht ein Problem aus. Houston! Scheiße, wie wär's denn hiermit? Ich bin auch gut, ne? Eine Stahlattacke gegen Feuer-Pokémon. Ja, ich hab's verdient, Leute. Aber vielleicht senkt das ja seine Genauigkeit. Dann habe ich zumindest noch was rausgeholt. Nein! Doch! Haha, ja! Und jetzt trifft er mich nie wieder. Zumindest ist das so, wenn ich das bei anderen Pokémon mache. Also wenn die das bei mir machen, dann treffe ich nichts mehr. Los, Frau Glör. Erstmal einen schönen Schluck aus der Pulle und dann geht's weiter. Ja. Jetzt ist wieder gut. Dieses Turnupto ist schon eine Sau, ne? Was ist das überhaupt für ein Vieh? Du siehst komisch aus. Aua! Kannst du mal aufhören zu treffen? Ich habe hier, Spiegeldings gemacht. Wie wär's, wenn du mal vergiftet wirst? Oder brennst oder so? Können Feuer-Pokémon eigentlich brennen? So, jetzt vergiftet und... Ach, mein Gott. Dann machen wir das damit. Hitzekoller, sag mal, hast du 5 Attacken oder was? Ne, nur 4, aber... Ah! Scheiße. Okay, zu meiner Verteidigung. Damit habt ihr auch nicht gerechnet. Oh mein Gott! Frau Glör! Scheiße, und die ganzen anderen Pokémon, die ich habe, haben so ein geringes Level. Mach ich das hier? Luftschnitt, komm. Hör auf, hier weiter anzugreifen, dann! Penner! Das ist ein... Oh. Nein, nicht Frau Glör! Das geht doch nicht! Ah! Oh mein Gott. Das Malcolm, Alter. Das hat mich jetzt ganz schön demotiviert. Ja, bei mir ist auch einer gestorben. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Man sagt, im Ewigwald gibt es sehr starke Pokémon. Ich sollte mich besser vorbereiten. Ja, wir sollten uns eigentlich auch mal besser vorbereiten.
Es wird Zeit, dass wir Kürt ein wenig trainieren. Leute, es sind schon 2 Leute gestorben. 2 sind tot. Cool. Frau Glöhr. Nee, Frau Glöhr ist tatsächlich schade, weil Frau Glöhr ein unheimlich hohes Schadenspotenzial hatte. Time to say goodbye. Vielleicht nenne ich diese Box auch mal Friedhof. Friedhof. Name. Aber nicht in Caps Lock. Das ist doof. Das machen nur Kinder. Kann man das auch mit ohne Haar? Ja, bestimmt. Müssen wir jetzt. Das ist jetzt Friedhof. Ja. Die können doch nicht einfach alle meine Pokémon abschlachten hier. Ich hätte nicht gedacht, dass... Und es war so wenig. Der hatte vielleicht 3 Kraftpunkte oder sowas noch. Aber dann kam der Rückschlag. Und es war schmerzhaft. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Oh doch, ich habe eine Idee. Sind die ganzen Bären hier schon fertig? Nö, natürlich nicht. Den verbleibenden Pokémon würde ich gerne noch mal ein paar Beeren geben. Item geben. Wo sind die denn? Das da? Das sieht aus wie so ein Ball, den man... Weckt ein schlafendes Pokémon, Selbstheilung von Vergiftung. Hier, das brauchst du. Wie ist das eigentlich? Habe ich eigentlich noch ein Pokémon auf der Bank, das ich mitnehmen darf? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, es sind mittlerweile nur noch 5. Weil ich so großkotzig alles umgebracht habe. Das ist aber auch schlimm, weil die Pokémon der Gegner viel, viel stärker sind als die, die so wild rumlaufen. Ach, den Wutbürger habe ich ja noch. Ja! So, Wutbürger. Guten Tag, willkommen zurück im Team. Ist auch schlimm. Die wissen nämlich, dass sie nur mitmachen dürfen, wenn jemand gestorben ist. Was machen wir jetzt? Partylöwe auf die Pole Position ist keine schlechte Idee. Frau Glöhr war doch Level... war Level 16, meine ich auch, ne? Frau Glöhr, das mit dem Mülltreffer fand ich viel zu lustig, als dass es jetzt schon aufhören könnte. Oh. Hier darf ich auch wieder nicht fangen, aber ich darf es verprügeln. Vielleicht sollte ich mal tatsächlich wieder damit anfangen, wilde Pokémon zu verhauen. Habe ich ja sonst nie gemacht, wegen einzigartiger Beschwerden. Und jetzt ist damit vorbei. Jetzt werdet ihr alle zerhäckselt hier. Tut mir leid, ich muss jetzt hier Massenmord machen. Octazooka kommt jetzt. Bims! Es ist nämlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, eine Randomizer Nuzlocke auch mit zufälligen Attacken zu spielen. Also das ist schon mal eine Herausforderung. Skinner erhält Erfahrungspunkte. Aber nicht genug. Aber ein Schritt weiter ist ja schon der nächste Kampf drin. Hier. Capoeira. Ist ein cooles Tier, ne? Dreidel, Dreidel, Dreidel. Wir hängen uns auch kein Dreidel an den Weihnachtsbaum. Es muss irgendwelche Grenzen geben. Da ist ja keiner mit zufrieden. Was? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Schaden von Skinner ein bisschen höher sein sollte. Was ist hier eigentlich los? Warum machen... Was sind das eigentlich für heftige Viecher, gegen die wir hier kämpfen müssen? Der ist Level 9, ich bin Level 16 und der haut mir mit einem Schlag meine halbe Energie weg. Leute, ihr merkt schon, dass die Krawatte hier langsam enger wird, ne? Also, wir kommen bald schon in solche Bredouillen, dass ich noch nicht mal weiß, ob wir das hier alles komplett durchstehen, ne? Das ist vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik, aber eigentlich sollte man sich dem Scheusal auch stellen. Skalieren die Trainerlevel eigentlich mit meinen Pokémon? Diese Musik ist gut. Es gibt zwar keinen Berg hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit. Und los! Das sind schon 2 Tote. Und sehr, sehr knapp aufeinander. Pansy. Was ist denn das für ein Name? Hi, ich bin der Pansy.
Fancy Pansy. Level 11 und dann 4 davon. Ich glaube, es geht los. Oi, oi, oi. Dann nehmen wir mal ein Party-Löwen. Jetzt gibt's hier richtig Ärger. Oh ja! Wieso habe ich nicht... Das ist ein Hader. Ach, das kann der auch noch. Okay. Dann wollen wir mal. Ich habe übrigens beide Finger gekreuzt. Ich hoffe nicht, dass irgendein Zubiris jemals mit Wunderwache hier rumeiert. Weil wir da nämlich ein großes Problem haben. Ach, Stollos gibt's. Guten Tag. Leute, wir können sagen, dass die letzte Generation der Nuzlocke viel, viel einfacher war. Hier müssen wir uns jetzt richtig Mühe geben und es ist einfach Glücksspiel. Guck mal, alleine er jetzt. Ging glücklicherweise daneben. Wir brauchen für Party Löwe übrigens noch eine andere Attacke, eine andere Pflanzenattacke. Weil Offenlegung ja nicht so der Wahnsinn ist. Wir können ja noch nicht mal sagen, welches gegnerische Pokémon hier solche Sachen wie Schutzschild überhaupt benutzt. Das steht ja alles in den Sternen. Okay, Pummelluft, den kriegen wir kaputt. Bin der Partylöwe Nummer 1 in der Stadt. Yeah! Diese fette Bumskugel. Weg damit! Mit der Tobi-Locke. Okay, und jetzt Dicktri, ja! Drei Dicks. Das sind sehr merkwürdige Tiere, ne? Sehr, sehr merkwürdige Tiere. Au! Holzhammer, Knochenkeule, was machen die hier noch alles? Ey, nicht zurückstrecken, das gibt's nicht. Jetzt kann er mich weglamen hier, was auch. Bam! Okay, 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 geschafft. Das hätten wir. Huiuiuiuiui. Also spannend ist das auf jeden Fall. Das war ein erfrischender Kampf. Oh ja, ich bin froh, dass hier keiner draufgegangen ist. Was ist denn da drin? Metallstab. Verstärkt der Metallattacken oder ist der eigentlich nur so für Kosmetik? Ein Item, das von Ditto getragen werden kann. Es erhöht seinen Verteidigungswert. Das ist nicht so gut wie Metallmantel, ne? Hallo! Ich liebe Pokémon, die süßlich riechen, so wie dieses. Riech doch mal. Ja, da bin ich ja jetzt gespannt. Pass auf. Das riecht bestimmt total gut. Von Daniel hier. Okay, erstens... Das riecht bestimmt nicht gut. Zweitens habe ich jetzt ein eklatantes Problem. Wenn Kurt schon ein bisschen stärker wäre, hätten wir jetzt hier rein können, aber Kurt ist leider nicht stärker. Woo! Da ist der Partylöwe Nummer 1 in der Stadt. Was? Okay, manchmal haben wir ja Glück, ne? Manchmal haben wir ja extremes Glück. Damit haben wir nicht so viel Glück. Ladestrahl ist das Schlimmste, was uns hier passieren kann. Immerhin verstärkt er sich jetzt hiermit selber. Und wenn das noch ein paar Mal passiert, könnte er unsere ganze Truppe kaputt machen, wenn Partylöwe nicht trifft. Okay, dreimal schießen darfst du noch. Alter! Blitzkanone! Warum musst du dich da nicht aufladen? Ach nee. Wenn die trifft, dann ist das eine hundertprozentige Chance zu paralysieren, ne? Okay. Okay, Partylöwe, mach es jetzt. Mach es jetzt. Du musst jetzt treffen. Du musst jetzt treffen. Wenn du jetzt nicht triffst, dann... Und dann weiß ich auch nicht. Dann schicken wir jemand anders rein. Weil du dann keine Attacken mehr hast. Meine Güte. Ja! Das hat gepasst. Puh! Raikou wurde besiegt. Skinner erhält Erfahrungspunkte. Oh, Leute. Hast du verstanden, was ich meinte? Riechen meine Pokémon nicht gut? Naja.
Leute, das ist eine ganz hohe Hausnummer hier, was wir spielen. Das ist eine sehr, sehr hohe Hausnummer. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss!